Für diesen leckeren Salat wird zunächst leicht gesalzenes Wasser zum Kochen gebracht und die Makaroni nach Packungsanleitung gekocht. Sie sollten am Ende noch etwas Biss haben, damit der Salat nicht matschig wird. Bevor sie mit den restlichen Zutaten vermischt werden, müssen sie unbedingt abgekühlt sein. In der Zwischenzeit können die restlichen Zutaten vorbereitet werden. Hierfür wird zunächst die Paprika von Stiel und Kern befreit und in kleine Würfel geschnitten. Auch die Tomate wird gewürfelt. Ist diese sehr wässrig, sollten die Kerne entfernt werden, da der Salat sonst sehr schnell flüssig wird. Die Frühlingszwiebeln werden in feine Ringe geschnitten und zu dem anderen Gemüse in eine Schüssel gegeben. Auch die Petersilie wird fein gehackt. Wenn möglich, sollte immer auf frische Kräuter zurückgegriffen werden. Auch der Kochschinken wird in kleine Stückchen geschnitten. Vegetarier können ihn natürlich einfach weglassen. Die hartgekochten Eier werden gepellt und ganz grob zerkleinert. Sie sollten nicht zu fein gehackt werden, da man von dem Ei später sonst nichts mehr sieht. Anschließend kann alles schon einmal vermischt werden. Als nächstes wird Mayonnaise, Zitronensaft, Zucker, Pfeffer und Salz hinzugefügt. Bevor die Makaroni in den Salat kommen, sollte das Dressing gut mit den anderen Zutaten vermengt werden, damit es sich gut verteilt. So brauchen die Makaroni zum Schluss nur ganz kurz unter den Salat gehoben werden und fallen nicht auseinander. Am besten schmeckt dieser Salat, wenn er mindestens 4 Stunden im Kühlschrank durchzieht, am besten über Nacht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren.